die Bedienung vom Bugstrahlruder. Und da haben wir hier einen Schalter mit einer grünen und einer roten Taste. Wenn ich beide gleichzeitig drücke und den Ton abhöre, dann ist er aktiviert. Ich sehe es aber auch, ich habe da ein grünes Licht da drinnen. Ja? Und wenn ich jetzt meinen Bug auf die Steuerbordseite drücken will, dann gehe ich auf den grünen Knopf. Und wenn ich auf die Backbordseite will, dann drücke ich am roten Knopf.